gerade, ich will ein Haul machen, das wird ein riesen Monster-Haul, weil ich wollte da keine einzelnen Videos davon machen, weil sonst steht das Zeug noch länger rum. Deswegen habe ich mir gedacht, egal, ich mache ein großes Video. Ich glaube, Hauls gefallen euch eher am besten. Und deswegen fangen wir gleich mal an. Es sind leider auch Haushaltssachen dabei. Normalerweise zeige ich sowas nicht. Aber mir ist viel leer gegangen und ich habe mir gedacht, ich probiere mal dieses Wäscheparfüm von Blinkos, von unserer Eigenmarke. Hatte ich bis jetzt noch nie. Dann habe ich mir noch das Comfort Intense gekauft, wo ich auch zurzeit den Weichspüler habe. Jetzt ist der Deckel runtergeflogen. Dann habe ich mir diesen Blink, also auch von der Müller Eigenmarke, antibakteriell Hygienespüler klassisch gekauft, weil den hat meine Mom auch und sie gesagt, sie ist mit dem zufrieden. Dann habe ich wieder das für schwarze Wäsche, weil ich brauche ja wirklich viel für schwarze Wäsche. Ihr wisst es, ich trage in der Arbeit ja nur schwarz, weil ich ja nur schwarz tragen darf. Und deswegen kommt da immer einiges an Wäsche zusammen. So, dann habe ich hier, das ist für meinen Geschirrspüler, das muss ich unbedingt noch verwenden. Ja, weil ich habe jetzt so einen Duft drinnen, den mag ich überhaupt nicht. Ja, ihr werdet es öfter in einem Video sehen. Ihr wisst ja, dass ich von Badis das Trockenshampoo liebe. Und ich habe gesehen, es ist wieder in Aktion. Da habe ich mir gedacht, okay, dann kaufe ich mir wieder 3-4 Flaschen, dann komme ich wieder eine Weile lang aus. Und was muss mein Herz sehen? Dieses Trockenshampoo, das Sweetie, geht aus dem Sortiment. Ich war in so vielen Filialen. Ich war mit der Lin unterwegs, dann war ich noch vorgestern, am Samstag mit Roman, Min und Lin unterwegs und habe da auch noch welche mitgenommen und vielleicht werde ich auch schauen, ob ich noch von anderen Filialen welche bekomme, wenn ich nicht jetzt genug Backups habe, das sehe ich gleich, aber ich bin echt traurig, dass das aus dem Sortiment geht, es gibt es auch nirgendwo, ich war im DM gucken, gibt es nirgendwo. Als allererstes habe ich mir 3 gekauft, weil ich erst am nächsten Tag in der Arbeit schauen konnte, ob wir noch welche im Sortiment haben. Ja, da habe ich mir auch das Gelbe mitgenommen. Das habe ich nämlich im Spind und das geht ja auch raus. Und ich habe mir gedacht, okay, bevor ich... Ich glaube, das Gelbe hatte ich bis jetzt nämlich nur in klein. Und deshalb habe ich mir gedacht, okay, dass du einmal noch dein Backup hast für längere Zeit. Also meine Backups, da seht ihr das eh gleich, weil das sind die anderen, die ich mir gekauft habe. Da habe ich noch 2. Ihr werdet mich sicher für dämlich abstempeln, dass ich das hamster. Aber ihr wisst ja, wie sehr ich das liebe und ich will ja eigentlich kein anderes. Also ich fühle mich selber schon dämlich, aber okay. Da sind noch 3 weitere. Und da sind noch 3 weitere. Wie gesagt, ich war in mehreren Filialen, um zu gucken, ob ich das noch erwische. Und notfalls halber lasse ich mich auch vielleicht in die Filiale schicken. So sind die. Ihr kennt das eh. Ich brauche das ja jeden Monat auch. Sogar manchmal 2-mal in einem Monat. Ja, jetzt fliegt da alles um. Dann habe ich mir ganz spektakulär Wattepads gekauft. Wirklich aufregend. Fragt mich nicht, woher ich das habe. Ich habe das als Geschenk bekommen, ich weiß aber nicht mehr woher. Keine Ahnung. So viel war ich unterwegs am Wochenende. Meine Einwegwaschlappen habe ich mir wieder gekauft, meine Tücher. Und weil das in Aktion war und meines endlich leer worden ist, habe ich mir ein neues Haarspray gekauft. Normalerweise... Ja, ich benutze das nicht jeden Tag. Wenn ich merke, ich meine, heute habe ich mir die Haare frisch gewaschen. Heute, finde ich, brauche ich es nicht. Aber manchmal nach dem Trockenshampoo habe ich das Gefühl, dass ich das brauche. Ich benutze immer das von Elnett, das blaue, mit extra starker Halt. Das benutze ich immer. Ich habe das halt jetzt schon sehr, sehr lange nicht nachkaufen müssen. Sehr, sehr lange nicht. Kommen wir zu Claire's DM und sonst noch was. Also ich habe mir eine neue Handyhülle gekauft. Ja, weil meine ist mehr als nur kaputt. Und ich bin gespannt, ob ich das so wechseln kann, wie ich mir das einbilde. Dann habe ich mir Wimpern gekauft, weil ich will darüber ein Video machen. Das sind Magnetwimpern. Dann werdet ihr mich gleich schlagen. Ich habe mir nämlich ein Duschgel gekauft. Das ist das Happy Melon Sorbet. Das geht leider aus dem Sortiment und kostet nur noch 2,50 € beim DM. Oh mein Gott. Und ich war brav und habe mir nur 1 mitgenommen. Ich war diesmal sehr brav. Es gab mehrere, aber ich habe mir gedacht, reiß dich zusammen und kaufe dir nur eines. Ja, ich muss die ganzen Rechnungen auf die Seite legen, weil... Ja, da gibt es noch mehrere, die ich mir gekauft habe. Die waren auch reduziert. Ich glaube um 70 Cent, deswegen habe ich mir auch ein paar mitgenommen. So wie meine Reinigungstücher von Pure Camille von Yves Rocher. Da habe ich noch irgendwo eine Packung. Ja, da. 2 habe ich mir gekauft.
wollte zuerst 4 nehmen, aber dann habe ich mir gedacht, nein, ich lasse es doch. Weil jetzt habe ich ja aktuell von Tiki Mix welche. Und die finde ich sehr gut. Nur das letzte Mal war ich wieder und habe sie nicht gefunden. Dann habe ich wieder gratis eine Mascara von Yves Rocher bekommen. Ich kriege immer Mascaras gratis. Ich habe bis jetzt noch nie eine verwendet. Sollte ich aber mal vielleicht. Oh mein Gott. Wo führt das wohl hin? Dann habe ich Reinigungstücher von Balea mir gekauft. Das sind die neuen. Diese Be Happy Be You. Mit Grapefruit, glaube ich. So sehen die aus. Ich weiß noch nicht, ob ich die jetzt für meinen Schminktisch dann verwende oder ob ich sie für was anderes verwende. Da habt ihr noch so einen Badezusatz, was reduziert war. Und da habe ich noch 2 Tuchmasken. Ja, die mussten mit. Ich fand die so süß. Sweet Macarons und Happy Macaroons. Einmal das Blaubeere und einmal das Erdbeere. Ich finde die Verpackung so schön. Also die Verpackung ist der Oberhammer. Deswegen musste das leider mit. Dann habe ich mir eine Zahncreme gekauft. Das ist diesmal von der DM Eigenmarke gewesen, die Kräuter. Ich war gerade dort und habe die halt mir dort mitgenommen. Normalerweise, wisst ihr, kaufe ich die Müller. Nur ich habe im Müller die ganze Zeit vergessen und habe mir gedacht, okay, dann nimmst du dir die von DM halt mit diesmal. Wird ja nicht so schlimm sein. Ja, dann habe ich dann noch ein paar Trockenshampoo. Sagt lieber nichts dazu. Wirklich nicht. Also das ist echt abnormal. Dann habe ich noch ein... Moment, ich räume das Sackerl mal aus. Dann habe ich mir ein Peeling gekauft. Ich habe irgendwie das Gefühl, das ist kleiner worden. Ich habe das größer in Erinnerung. Aber vielleicht täuscht das auch. Das ist dieses Pflanzenpeeling von Yves Rocher. Ich musste das unbedingt haben. Ich komme so selten zu Yves Rocher. Deswegen wollte ich das mir unbedingt nachkaufen. Ich habe es in klein nämlich aufgebraucht. Dann gibt es ja beim DM eine neue Marke, die heißt 183 Days. Spricht mir das so aus? Ich hoffe es. Ich habe zuerst gedacht, die gibt es bei uns in Österreich nicht und habe jeden vollgejammert, den ich kenne. Jeden. Und auf einmal bin ich in einem DM gewesen und habe gesehen, die gibt es. Und ich bin halb ausgeflippt, meine Nichte war da dabei. Ich war böse und habe mir 4 Sachen mitgenommen. Die anderen Sachen, die ich unbedingt haben wollte, die gab es nicht mehr. Das fand ich urärgerlich, weil ich will diese Primer unbedingt haben. Weil die gehen ja dann aus dem Sortiment und die kommen ja dann immer mehr nach. Das ist, so gut ich es verstanden habe, wir haben das auch mehrere geschrieben. Die Produkte sind von der Marke Trended Up. Also, kann man das sagen, sind von der Marke Trended Up, oder? Und die bleiben nur 183 Tage im Sortiment. Ach Gott. Und ja, ich habe eigentlich überlegt, ob ich mir das Translucent Border auch noch nehme. Aber ich habe jetzt mal das Banana mitgenommen. Das Matcha. Ja, ich finde die Verpackung auch schön von denen. Aber mir hat schon eine geschrieben, ich soll mich an die Produkte nicht so gewöhnen. Dann habe ich mir einmal die 2 Bunnies mitgenommen, weil die fand ich so süß. Das Fix and Glow Finish Spray. Sieht so aus. Und einmal, da nehme ich die Augen zu, der Bunny. Und der die Augen offen hat, der Bunny, ist ein Pore Filter and Mattifying Base Spray. Oh, es ist irgendwie an mir vorbeigegangen, dass es eine Base ist. Aber das macht ja nichts. Ich finde die Häschen so süß. Ich weiß auch gar nicht, wann ich die benutzen werde. Und heute sind wir noch unterwegs zu einem wichtigen Termin. Und ich will meinen Papa dann überreden, ob er mich bei den 1 DM rauslässt. Weil dann fahre ich das Stück dann alleine nach Hause. Ja, weil ich will unbedingt die Primer haben. Unbedingt. Aber mal gucken, ob das noch was wird. Ja, beim DM bin ich auch ein bisschen eskaliert, weil ich habe da, ja, ich bin ja schon lange nicht mehr in einem DM gewesen, ich glaube, ihr wisst das. Und ich habe das so oft auf Instagram-Posts und sonst was gesehen. Von Denkmit gibt es nämlich neue Raumsprays, Tropical Melon. Und das wollte ich unbedingt noch haben, bevor es wieder rausgeht, weil der Sommer ist ja eigentlich quasi schon fast vorbei, wenn man es genauer nimmt. Dann habe ich hier noch 2-mal das Rasiergel, das neue, was es jetzt aktuell gibt. Das ist mit Ananas und Maracuja. Die Verpackung ist so schön. Die ist so schön herbstlich, so schön warm, winterlich. Ich finde das so schön, die Verpackung. Und weil ich halt nie so richtig zu DM komme, habe ich mir ausnahmsweise 2 genommen. Weil meine ganzen Backups von Rasierschaum und Rasiergel sind leer. Ich habe nur noch eines im... Hilf mir auf die Sprünge.
Ich habe nur noch eines im Badezimmer stehen mit Mandarine, das gibt es ja ewig nicht mehr. Und dann ist es vorbei. Dann habe ich keine mehr. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich nehme gleich zwei mit. Ja, das ist jetzt nicht so aufregend, aber ich zeige es euch halt trotzdem. Ich habe da Mottenfallen gekauft und ich glaube, meine Cousine hat mir die falschen gezeigt. Weil das sind welche zum Aufkleben. Und solche wollte ich eigentlich nicht. Verdammt, ja. Ja, egal. Ich wollte eigentlich diese Hütchen, diese Hüte haben, also diese Zelte wollte ich haben. Ich hatte nämlich vor kurzem ein extremes Mottenproblem, Leute. Ein extremes Mottenproblem. Mein Freund und ich haben dann die Ursache gesucht, wo die herkommen und uns hat der Schlag getroffen. Mehr sage ich lieber nicht dazu, aber uns hat der Schlag getroffen. Und dann habe ich hier noch vier weitere Trockenshampoos und jetzt ist der Stöppel runtergegangen. Sind es vier? Nein, mehr. Oh Gott. Bitte nichts sagen dazu. Ihr wisst, ich liebe es. Also du brauchst dich da nicht wundern, dass wenn das rausgeht, dass ich das bunkere. Kaffee? Das ist sehr interessant. Ja, egal. Ich zeige euch das trotzdem. Weil es meinen Kaffee nicht gab, habe ich mir den genommen. Der Haul ist irgendwie voll dämlich, oder? Ja. Ich will mir aber den anderen noch holen vom Billa. Ich muss nur schauen, ob ich heute dazukomme. Dann habe ich mir von MAC beim Müller in Floridsdorf den Make-up-Entferner, den für die Lippen. Weil ihr wisst ja, ich trage ja so knallige Lippenstifte. Und meiner ist wieder fast leer. Was nicht cool ist, aber egal. Und deswegen habe ich mir den nachgekauft. Der sieht so aus, ihr kennt den schon. Und das ist jetzt mein Backup, weil mein anderer wird bald leer. Und ich weiß nicht, wann ich das nächste Mal wieder dazu komme, mir die Sachen zu kaufen. Machen wir weiter mit Primark und da bin ich auch ausgerastet. Als allererstes zeige ich euch mal die Schuhe, weil die sind am schlimmsten zum Festhalten. Ja, sind schon auch schon sehr staubig. Die werde ich vielleicht heute anziehen. Ich habe mir nämlich extra Socken gekauft, obwohl ich die erst in einen Haul herzeigen wollte, aber egal. Ich habe auch, glaube ich, noch gewaschen. Ich muss unbedingt meine Kleiderständer abräumen. Ich habe zwei Kleiderständer da stehen und wollte heute eigentlich weiter waschen. Ich habe mir die Schuhe hier gekauft. Die haben da so schwarze Rosen auf der Seite. Eigentlich mag ich die Primark-Schuhe ja nicht. Ich habe von meiner Arbeitskollegin mal welche geschenkt bekommen. Und die sind schrecklich gewesen. Aber die waren ganz okay. Also mit Socken kann ich mir das gut vorstellen, wenn man mal keine Strumpfhose anziehen will. Dann habe ich mir gekauft zum Wimpernkleben so ein Eyelash-Applikator, weil der so klein ist, habe ich mir gedacht, ist der sicher nicht schlecht. Weil ich tue mir mit diesen größeren einfach schwer oder mit einer Pinzette. Ich habe euch ja in dem Tiki Max Haul vor kurzem gefragt, ob ich euch die Unterwäsche zeigen soll. Ich habe jetzt da nur noch die Unterhosen, die ich euch zeigen können, weil die BHs habe ich schon gewaschen. Und einen davon, einen roten, habe ich jetzt heute schon an. Und den dunklen trage ich in der Arbeit immer, den was ich da habe. Und ja, ich glaube, BHs muss man nicht unbedingt herzeigen, Unterhosen auch nicht. Aber ich habe mir gedacht, egal. Dann bin ich ein bisschen ausgeflippt beim Primark. Ich bin um die Ecke gegangen und habe gesehen, dass dort Masken mit Disney-Prinzessinnen hängen. Ich glaube, ich zeige euch die mal zuerst, bevor ich mit dem anderen anfange. Aber nicht nur Disney-Prinzessinnen, ich habe auch eine Maske von Mickey Mouse. Ja, Minnie Mouse. Die haben auch die Gesichter dann von denen. Seht ihr das? Auch Mickey. Haben dann die Gesichter von denen. Das finde ich so cool. Und dann, da habe ich mir alle genommen, ohne nachzudenken. Die kosten 4 Euro und ich finde 4 Euro sind schon sehr teuer. Aber es gab die Prinzessinnen. Leider gab es die Belle nicht, die hat ein bisschen gefehlt. Aber ich habe im Internet gesehen, dass es das eigentlich gibt. Es gab die Ariel und ich finde die Verpackungen so, so schön. Sieht auch dann das Ariel-Gesicht. Ich habe nur keine Ahnung, wann ich die verwenden werde. Keine Ahnung. Dann habe ich mir die Jasmin gekauft. Dann gibt es noch die Cinderella und dann noch die Aurora. Und das finde ich auch schön, das Bild von ihr. Und von der Aurora habe ich mir auch Wimpern gekauft. Bin richtiger Chunky geworden, was das betrifft. Ja, und auch von Minnie Mouse habe ich mir Wimpern gekauft. Bin nur nicht sicher, ob die mir nicht zu groß sein werden. Da bin ich mir wirklich, wirklich unsicher. Die haben 3 Euro gekostet. Also die Wimpern und so sind schon, finde ich jetzt persönlich, sehr teuer. Kleiner Hustenanfall. Dann habe ich mir noch von der Belle Wimpern gekauft.
Die sind so aus. Die sind relativ lang. Dann von Alice. Eigentlich mag ich den Disney-Film am wenigsten, kann man jetzt nicht sagen. Aber nicht so wie die anderen Disney-Filme. Aber ich musste das einfach haben. Ich fand die Verpackung und die Wimpern generell urschön. Dann habe ich mir, und da habe ich gesündigt, ich habe mir einen Lippenstift gekauft. Ich lasse ihn auch, glaube ich, noch zu. Ihr könnt hier so ein bisschen die Farbe erkennen. Das ist so ein richtiger schöner Nude-Lippenstift in der Form von einem Herz. Und die Verpackung sieht so aus. Das Lustige ist, den Lippenstift habe ich auf Instagram gesehen, deswegen wollte ich ihn unbedingt haben. Ich habe mich gerade umgeschaut, das ist das Letzte, was ich noch herzeigen muss. Ja, ich habe mir eine Maske gekauft und ich bereue es, dass ich mir nicht mehr von denen mitgenommen habe. Die war auch jetzt von Primark. Die soll so schäumen. Seht ihr das? Und ich fand die Verpackung so genial. Wie so ein Starbucks-Café oder so. Oder ein Smoothie oder was in der Dose. Irgend sowas in der Richtung war die Verpackung. Und das ist mit Pfirsich. Also es heißt auch Brightening Peach Frappé und ich fand das so geil. Es gab leider keine anderen. Ich habe eh geschaut, aber es gab keine anderen. Es gab nur das Peach Frappé. Und es ist cremig von der Textur her. Und ich bin so gespannt, wie die ist. Ich weiß noch nicht, wann ich sie verwenden werde. Die war auch gar nicht so teuer. Die hat 1,50 nur kostet. Die fand ich relativ günstig im Gegensatz zu den anderen, die ich habe. Ja. Also Primark ist für mich der Tod. Primark ist für mich wirklich der Tod. So wie TK Maxx. Das ist auch für mich der Tod. Ich war vor kurzem erst wieder zweimal. Ja. Böse, böse, sage ich nur. Ja, der ganze Korb ist voll. Jetzt kann ich mich freuen, dass ich das wegräume. Aber ich bin froh darüber, dass ich es wegräumen kann, weil das war... Es ist einfach zu viel. Es ist wirklich zu viel. Und ich bin froh, dass ich auch die Wäsche waschen kann. Also es sind ja nur noch die. Also die Hosen sind das ja jetzt nur noch. Aber ich habe mich geärgert, dass ich die Wäsche schon gewaschen habe und die waren noch nicht dabei. Da habe ich mich wirklich geärgert. Und deswegen... Ja. Das war's mit dem Video eigentlich. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ja, ich war sehr böse, ich gebe es zu, aber es hat Spaß gemacht, die Sachen zu kaufen und euch die Sachen zu zeigen. Und ihr könnt mir gerne mal schreiben, ob ihr auch so ein Primark-Opfer seid. Ich gehe da sehr selten hin, aber wenn ich dann einmal dort bin, gebe ich viel Geld aus. Das ist wirklich tödlich. Also, schreibt mir mal, wie das bei euch ist, ob euch TK Maxx oder Primark lieber ist. Wäre mal interessant. Und dann bis zum nächsten Mal. Bye!